Wer könnte ein besserer Gast am Gospeltag sein, am Weltgospeltag, als der König des Gospel? Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Helge Schneider. Wie geht's? Gut, ja. Oh. Schicke Frisur. Neu? Ja, mal wieder ein bisschen, muss man was tun, nicht? Du bist schon so ein bisschen Modefreak, muss man schon sagen. Ja, du bist zwar sehr alternativ gekleidet, aber immer was Neues. Es ist immer, immer Neues. Ein anderer Style. Immer ein anderer Style. Auch die Frisur und so? Auch die Frisur und so. Liest du so Modemagazine? Ja, selbstverständlich. Ja, was denn? Haus und Hof. Schlüsselloch. Ja, und was man sonst noch so liest für Modesachen. Zum Beispiel Last und Kraft. Das ist aber für Laster, Lastwagen. Lastwagen, Magazin. Ist das dein echtes Haar oder ist das eine Perücke? Bitte? Ist das dein echtes Haar oder ist das eine Perücke? Nein, mein echtes Haar. Mein echtes Haar ist hier. Hey, gut vorbereitet. Ja. Hast du den Tricksieb gesehen eben? Ja. War der nah an dir dran? Hat er dir vielleicht was gestohlen? Nee, ich bin weggerannt. Nee, ich hab immer so geguckt, ne? Ja. Oh, alles da. Alles da. Du gehst wieder auf Tour demnächst? Ich gehe auf Tournee. Ja, hat schon wieder angefangen, die Tournee. Deine letzte Tour? Die letzte Tournee vor der nächsten. Ach so, ich dachte wirklich, das ist die letzte Tournee. Ich habe ja eine neue Band so ein bisschen zusammengestellt und habe direkt am ersten Auftritt habe ich denen schon gesagt, hör mal. Ist eh schon fast alles ausverkauft. Das dauert nicht lange. Ja. Und dann machen wir noch wieder was. Ist eh schon fast alles ausverkauft. Es gibt natürlich auch ganz wenige Tickets, aber unter helge-schneider.de finden Sie alle Informationen. Die Tour heißt, das Programm heißt Rettung naht, Super Helgi auf Tour. Genau. Wie bist du darauf gekommen? Auf den Titel? Ja. Rettung naht? Ja, hört sich gut an. Ne? So, dann denkt man, ne? Da, Rettung naht, ne? Also, ja, was soll ich sagen, wenn man, schlechte Laune hat, dann Rettung naht, ne? Oder Auto kaputt, Rettung naht, ne? Worum geht es in dem Programm? Ist das inhaltlich dann tatsächlich, hat das was mit dem Titel zu tun? Oder ist das hat mit dem Titel rein wenig zu tun oder gar nichts. Also eigentlich gar nichts. Ja. Aber doch, je nachdem, das kann mal vorkommen. Du singst, du spielst. Ich singe und spiele neue Lieder, Hau den Lukas oder Die Tüte Pommes frites. Ja. Das sind natürlich Lieder. Ist das ein Song? Das ist ein Song. Ja. Spielst du auch Gitarre in deiner Show? Ich spiele auch Gitarre, ja. Ja? Was für eine Art Musik ist das dann? Ich spiele Schlaggitarre. Ja. Ich spiele aber auch Chinesisch. Möchtest du mal was vorspielen, was du spielst? Wir haben auch Gitarre. Das ist eine von meinen vielen Gitarren. Ja, okay. Kann ich sitzen bleiben? Bringst du mir die Gitarre? Selbstverständlich. Komm her, Sonny Boy, her mit der Gitarre. Hör mal, weißt du was? Ist aber leicht. Ja, pass mal auf. Darf ich mal eben aufstehen? Ich bin ja größer wie du, wusste ich gar nicht. Ja, weil du auf dem Vorsprung stehst. Genau, komm mal her. Warte mal. Nee, pass auf, du kriegst die. Das war doch eine Birne. So. Ja. Sind das deine Ohren? Ja. Hängt so, das ist doof, wenn das so raushängt. Ne? Das sieht gut aus. Pass auf, jetzt ich, pass auf. Pass auf. Ja, ich find, also manche Perücken stehen mir meistens nicht, aber die finde ich steht mir gut. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Kann man schön. Guck mal, wie steht mir die? Die Trompete von Mexiko. Die laden dich ein. Wie geht's weiter? Zu Kaffee und Kuchen und zu einem Gläschen Tee. Das klingt die Trompete von Mexiko. Was ist das denn? Das ist ein Song von dir, du musst den Text kennen. Ja, nee, ich dachte, ich wäre ein Stock. Das ist gar kein Song. Das ist festgeklebt. So, du bist dran. Ja. Moment, zum Schluss. So, danke. Schön.
Ja, ich habe mich, vorbereitet und zwar überhaupt nicht. Ich wollte einfach hier so sitzen mit der Gitarre. Guck mal so. Ja. Ich kann aber, wenn du willst, kann ich einen Song machen. Ja. Ist immer ganz gut. Brauchst du ein Plektrum? Ne, brauche ich nicht. Im Fernsehen ist gut, wenn auch mal Musik kommt. Ne? Sind sie oft Kriminalfilme im Fernsehen oder Nachrichten oder andere Sachen, wie zum Beispiel Operationen werden oft im Fernsehen gezeigt. Zum Beispiel Schönheitsoperationen auch. Nicht die, die man selber machen kann. Selber kann man machen. Zum Beispiel Würstchen kaufen und zwei Würstchen in die Lippen einarbeiten mit irgendwie Nähgarn. Wenn man, in jedem Hotel gibt es Nähgarn, also man kann es auf der Reise machen. Aber da muss man auch die Stimme etwas üben. Dann klingt zum Beispiel, ich spreche jetzt mal was, du rätst, was ich gesagt habe, ja? Ja, okay. Pass auf. Ich sag eben kurz, ich stehe vor der Pommesbude und habe mir die Lippen selber mit Würstchen verdicken lassen. Ne? Und jetzt die Stimme, das muss man nämlich üben. Dann sage ich zum Beispiel, Bumbab, mit Pepe Bärme, mit Bope, mit Bope, Bope, Bebe und Bope. Also, guten Tag, ich hätte gerne große Pommes frites mit Doppelmayonnaise und so. Oder was nicht gut geht, ist zum Beispiel Popo, 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 Popo. Das heißt Schalke. Ja, das sind so ein bisschen witzige Sachen, ne? Die lassen mir so einfallen, ne? Und dann, werde ich reich. Das Lied schon? Das gehört jetzt zu, das ist ein anderes Lied. Das ist, dieses Lied heißt, ich singe einfach mal. Ja, bitte, soll ich machen? Ja? Ja, gerne. Ich bin der Udo, ich wohne im Hotel. Und manchmal kriege ich auch Besuch. Hallo Helge. Hallo Udo. Hallo Helge. Hallo Udo. Sing together. Sing together. Helge und Udo. Das klingt so ein bisschen absurd, aber die Leute sind baff. Ja. Die Helge kann man immer einladen, weil man sagt einfach, Helge sagt mal, ja, stell mal die Gitarre dahin, irgendwie mach mal Dings an, mal gucken, was passiert. Ja, pass auf, ich bin auch einer der wenigen, die das können. Superstars. Ja. Really, really Superstars, die nicht immer Werbung machen für ihre Produkte. Zum Beispiel jetzt meine Tournee. Ja. Also, die ja Ende Mai oder Juni endet, aber dann. Ich will ja einen Film drehen. Okay. Und leider habe ich für dich keine Rolle mehr frei. Schade. Weil dein Gesicht zu bekannt ist. Ja, du brauchst Underground-Schauspieler, die man nicht kennt. Ausschließlich Undercover-Schauspieler, denn ja. Es soll ein Schattenspielfilm werden. Aber nur Thema weiß er noch nicht. Thema Shadows heißt der Film. Und ich darf da noch nicht drüber verraten. Ja. Viel. Okay. Aber nächstes Jahr gehe ich wieder auf Tournee, übernächstes Jahr auch, danach das Jahr auch und dann auch und danach das Jahr auch, in 8 Jahren, in 9 Jahren. Ich gehe immer auf Tournee, bis ich 100 Jahre alt bin. Okay. Und dann, wenn ich dann sterben sollte, weiß ich schon, dann lasse ich mich in Holland einäschern, weil das billiger ist dort. Und dann können die Angehörigen, ja, sagen wir mal, wenn es glatt ist draußen, dann auch die Asche streuen. Also das ist ja Also, das ist doch schon mal eine Perspektive. Ja, man hat ein Ziel. Genau. Also, ich wünsche dir viel Erfolg auf der Tour. Danke. Bitte, komm gerne wieder vorbei. Es freut mich, wenn du so aus dem Nähkästchen plauderst, weißt du? Was? Aus dem Nähkästchen? Ja, wenn aus dem Nähkästchen. Ich habe diese Frisur schon verinnerlicht. Ich merke gar nicht mehr, dass ich eine Perücke aufhab. Und offensichtlich das merken sieht total echt aus bei dir. Ja. Bei dir allerdings auch. Bei mir auch, ja. So, Helge, ich sehe, wir haben schon keine Zeit mehr, es muss weitergehen. Ailton Schade. Wartet noch. Kennst du Ailton? Ailton. Ja. Ja, ein weltberühmter Fußballer. Genau. Er kann Fußball spielen. Ja. Und das war auch eine Eigenschaft, die ich gerne hätte gehabt. Genau.
Dafür kannst du singen. Ja, es geht. Ich will mich nicht brüsten, aber ich bin einer der besten Sänger der Welt. Ja. Helge Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Oh, Gitarre, Achtung.